Hallo, ihr Lieben da draußen. Ich bin Babette. Ich habe seit mehreren Jahren ein Kinderschuhgeschäft in Leipzig und widme mich in loser Reihenfolge immer wiederkehrenden Themen bei unserem Geschäft. Dieses Mal geht es um die verwendeten Lederarten bei Kinderschuhen. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen und man sieht sich. Hallo, liebe Eltern und hallo, liebe Kinderschuhinteressierte da draußen. Wir haben diesmal ein tolles Thema, die Verwendung von Lederarten bei Kinderschuhen oder welche hauptsächlich davon in Frage kommen. Und wer uns ja schon kennt, weiß ja, dass wir da in loser Reihenfolge immer wieder mal Themen aufgreifen. Einen lieben Dank an alle Abonnenten, die das recht regelmäßig beziehen. Und wir machen natürlich auch weiter mit interessanten Themen rund um den Kinderfuß, um den Kinderschuh. So, aus gegebenen Anlass habe ich mir gedacht, wir reden doch mal über die verwendeten Lederarten. Auch da gibt es ja immer einen großen Gesprächsbedarf bei uns im Geschäft. Viele favorisieren das eine oder das andere. Generell muss man immer sagen, beim hochwertigen Lederschuh kommt auch nur hochwertige Leder zum Einsatz. Das können zum Beispiel eben halt hochwertige Glattlederschuhe sein, wie es zum Beispiel auch der Lieferant Frodo oder der Lieferant QL verwendet, der Barfußschuhanbieter Philly verwendet zum Beispiel ausgesprochene Bioleder. Auch dafür gibt es verschiedene, wie soll man sagen, Stufen. Also Bioleder ist sozusagen das Beste, was wohl gibt, weil da noch weniger Schadstoffe, noch ökologischer darauf geachtet wird, welche Gerbstoffe zum Einsatz kommen. Und da gibt es auch in Deutschland nur ganz wenige Gerbereien, die wirklich dieses hohe Prädikat des Bioleders verdienen und das natürlich auch sich haben zertifizieren lassen. Schwieriges Wort übrigens, jawohl. Auch Däumling verwendet zum Beispiel nur zertifizierte Leder. Damit ist natürlich schon mal klar, es sind Schuhe im oberen Preisbereich, gerade bei den Kindern. Aber ich sage auch wieder auf der anderen Art, auf der anderen Weise, man merkt es auch immer wieder. Gerade Qualität und Verarbeitung bei Leder. Schuhen, die wir führen oder bei Herstellern, die wir führen, merkt man eben halt, wir haben eine unwahrscheinlich niedrige Reklamationsquote, die jetzt auch von der Verarbeitung, sondern auch mit dem Leder halt mit zusammenhängt. Das heißt also, mitunter kann der Schuh noch weiter vererbt werden, verschenkt werden, weil der Schuh durchaus noch einen zweiten oder dritten Träger verdient, ertragen kann, wie auch immer man das jetzt nimmt. Ja, also wir haben wunderbare Glattleder, mal ein bisschen weicher, logischerweise bei den Barfußschuhen immer ein bisschen weicher, immer ein bisschen dünner. Je robuster mir der Schuh wird, desto natürlich desto kerniger und dichter wird natürlich auch das Leder. Meistens ist es natürlich hier ein schönes Kalbsleder, was hier verwendet wird, ganz einfach, weil das von der Struktur her sehr schön ist, sehr fest ist und trotzdem aber noch eine gewisse Nachgiebigkeit hat. Ganz wenige Lieferanten setzen dagegen jetzt hier auf Schaf oder Ziege. Dafür gibt es zum Beispiel QL, die verwenden das zum Beispiel auch als Oberleder oder als Futterleder. Ein wunderbar weiches, softiges, griffiges Leder, wo ich auch immer wieder sage, das muss nicht eingelaufen werden. Das liegt einmal am Fuß an, da habe ich einen wunderschönen Gesch eine Geschmeidigkeit im Material, die wirklich, ich sag mal, da bin ich immer hin und weg, wenn ich so etwas sehe. So, dann haben wir auch dieses Jahr erstmalig gebürstete Leder im Einsatz gehabt. Also, ich sage jetzt mal, ein Glattleder, was oberflächlich nochmal heiß gebügelt wird. So muss man sich das in etwa vorstellen. Damit ist das Leder nicht mehr so offenporig wie bei den anderen vorgestellten Modellen, sondern es bekommt einen leichten Glanz und die Poren sind sozusagen dezent verschlossen. Ja, damit habe ich eine einheitliche Struktur. Und wie hier, man sieht so ein bisschen dieses Finished, das so ein bisschen so wie Used Look aussieht, macht das Leder wieder interessant und stellt verschiedene Schattierungen her. Dadurch wirkt das Leder von jedem Blickwinkel immer ein bisschen anders, also sehr toll gemacht. Einen großen Verwendungskreis gibt es auch immer für Nubukleder. Nubukleder ist nichts anderes als ein angeschliffenes Glattleder und zeichnet sich durch so ein bisschen, ich sage es immer so, wie Pfirsichhaut ist das. Also nicht so grobfasrig wie ein Velours-Leder, was ja immer die Fleischseite ist, sondern das ist die glatte, die Oberseite.
Und damit hört man auch schon heraus, dadurch, wenn man Leder verarbeitet, dann habe ich meistens mit einem gespaltenen Leder zu tun. Das heißt, man spaltet eine Tierhaut der Länge nach auf. Ich erhalte eine Narbenseite, das sogenannte Glattleder, und ich erhalte eine Fleischseite, das sogenannte Veloursleder. Veloursleder hat eben also dann auch wieder den Vorteil, es ist weicher, weil es ist von der Struktur her, man muss sich so vorstellen wie so ein dünner Schwamm, ne? Also ich habe große Lufträume dazwischen, dadurch ist es wirklich auch richtig weich und guffig, ja? Hat meistens nicht so eine Stabilität wie ein Glattleder, muss meistens noch mal unterlegt werden, aber ich sag mal, schon hier mit einem wunderbaren dünnen Lederfutter erreiche ich die Festigkeit, die ich haben möchte, oder ich sage einfach mal die Nicht-Festigkeit, weil hier bei unserem Lieferanten Philly ist es ja wichtig, dass man wenig Nähte hat, wenig Festigkeit, eine gewisse Geschmeidigkeit und Flexibilität im Material. Nur eben halt, es soll schon mehr auf den Fuß zugeschnitten sein, damit ist es ein Schuh und kein Fußbeutel oder Fußsack, ja, aus Leder. Weil man hier auch natürlich auch sieht, der ist schon über den Leisten gezogen. Hier habe ich eine tolle Fersenkappe, die aber auch wieder ganz dezent ausgeführt ist. Und das bringt natürlich auch wieder eine Geschmeidigkeit und Flexibilität rein, die auch gewollt ist, gerade bei Philly. Ich kann einen Velourleder auch ein bisschen fetten. Dann habe ich das so wie hier bei Däumling. Ja, dann habe ich so ein bisschen so auch wieder diesen Used-Look. Eine sehr rustikale Struktur. Nicht so fein, nicht so dünn wie beim Philly. Aber hier geht es ja auch um den robusten, strapazierfähigen Kinderschuh, der auch einiges mitmachen soll, gerade vom Oboleder her. Also deswegen wird es dann immer auch ein bisschen auf den Verwendungszweck abgestimmt. Dessen kann man sich schon mal sicher sein. So, dann nehmen natürlich auch noch eine breite Fläche dann die sogenannten bedruckten Velourleder und Nubukleder an. Das ist dann immer, wenn ich eine spezielle Optik erzielen möchte, also so wie gerade hier mal der Quilli so ein bisschen verspielt mit Glitzer zum Beispiel. Ja, hier ein wunderschöner Erstlingsschuh oder Krabbelschuh von Buntgard mal mit diesem kleinen dezenten Rosenpaillettendruck. Ich nenne es einfach mal so. Und hier haben wir ein bedrucktes Nubukleder von Frodo. Die Tigerlilly oder Panther, Gerda könnte jetzt hier durchs Bild gesprungen kommen. Ne? Also schöne Optiken, die ich also hier immer wieder mit erreichen kann, indem ich sozusagen das Obermaterial, das Leder, bedrucke. Generell ist es natürlich auch so, viele wünschen sich immer ein pflegeleichtes Material. Kann man so bei Kindern, jeder, der Kinder hat, weiß, dass es nicht immer besonders einfach ist. Viele wünschen sich ein Glattleder, weil das für die meisten vom Anfang her immer einfacher erscheint. Hier muss ich allerdings immer dazu sagen, so schön wie Glattleder ist, es lässt sich auf jeden Fall leichter reinigen. Aber Glattleder, da sieht man halt jeden Kratzer drauf. Deswegen empfehlen wir zum Beispiel immer verpassende farbliche Pflegen, entweder als Nubuk-Pflege, als Schuhcreme zum Beispiel, die also hier den Farbton des Leders erhalten und zum Beispiel Kratzer und einer unschönen Optik gar keine Chance geben. Also man kann Kinderschuhe wirklich auch optisch nochmal herrichten, dass die nicht nach einem Schultag oder Kindergartenbesuch aussehen, als wenn sie schon 3 Jahre alt wären. Aber dafür muss ich ein bisschen was tun, weil von alleine passiert das bei den Schuhen nicht. Schuhe sind Gebrauchsgegenstände, jawohl. Entweder ich mag es, wie sie so aussehen, wie sie sind, oder ich setze mich hin, putze, poliere und bürste und pflege. Dann sehen meine Schuhe auch besser aus. Aber generell, es lohnt sich, weil es ist ein wunderbares Material, weil kein anderes Material verarbeitet so schön die Fußfeuchtigkeit und Wärme wie Leder. Und ich muss immer noch mit dazu sagen, für die Schuhe hier ist kein Tier extra gestorben. Ja? Also Leder fällt an, weil es in der Nahrungskette des Menschen anfällt, übrig bleibt bei der Fleischverarbeitung und nichts anderes machen sozusagen unsere Schuhproduzenten. Für diese Schuhe ist also kein Tier immer extra gestorben. Deswegen fällt auch Leder als Werkstoff in der Schuhindustrie an. Ich hoffe doch, ich habe euch wieder mal ein paar interessante Sachen beibringen können oder vermitteln können, sagen wir es mal so.
und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüssi!